Hallo liebe Just Cause 3 Fans, da sind wir wieder. Action für den Frieden, wir haben die Stadt jetzt befreit. Ich habe das Sicherheitssystem noch außer Kraft gesetzt, habe aber ja doch, glaube ich, noch 2 Versuche gebraucht. Na, glaube ich, war relativ wichtig, dass man, ich glaube, da hinten anfängt, hier rüber geht. Nee, doch, da oben anfängt, darüber geht. Dann kann man relativ Step für Step da so im Bogen weiter. Dann hat man den Weg relativ optimiert, sag ich mal, gehabt. Und ich laber wieder völligen Blödsinn. So, was machen wir denn als nächstes? Ich meine, wir sind natürlich jetzt schon in einem komplett neuen Gebiet. Wir haben hier eigentlich noch so eine Hauptquest zu erledigen, ne? Missionsbeschreibung. Die Höhle ist sicher. Der Köder für Diravellos Truppen ausgelegt. Rico bereitet seine Kameraden auf den Angriff auf den Kontrollturm von Corner Drakon vor. Eine gewaltige Schlacht steht bevor und sie wird über das Schicksal von Insula Drakon entscheiden. Gut, eigentlich haben wir das ganze Gebiet ja schon befreit. Ich denke mal, wir machen jetzt in der Hauptquest einfach mal weiter. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Na komm schon. Da kommen wir hin. Das sind immer die Tore, die da angezeigt werden, die dann da aufmachen kann noch. So. Und zack. Also, Mission starten. Verstrickung in Blau. Rico, die Analyse des Kraftwerks zeigt einen ungeschützten Bavariumkern. Sieht nicht nach einer stabilen Konstruktion aus. Na, das klingt auch gar nicht mal so schlecht, Dima. Ich destabilisiere also den Kern. Ja, das wäre das Ende für diese Basis. Gut. Mario, hast du Sheldon schon was von unserem Plan gesteckt? Ah, du kennst mich. Sheldon, Rico meinte, ich soll dir das zeigen. Wir greifen demnächst das Kraftwerk an. Nur, dass du es weißt. Gracias, compadre. Total unauffällig. Ich heiße jetzt Super-Doppelagent Mario Frigo. Diravello wird uns alles entgegenwerfen, was er zur Verfügung hat. Haben wir die Armee erstmal im Griff, werde ich ins Kraftwerk reingehen. Wie auf Bestellung. Jetzt geht's los. Mann, ist das aufregend! Endlich gehen wir... Endlich bekommen wir ordentlich eins auf die Mütze, befürchte ich. Aber na gut. Wir sind im Krieg, Rico. Bringen wir es hinter uns. Okay. Erbitten Unterstützung am Flugfeld von Porto Cavo. Au. Scheiß Laterne. Das heißt, ich soll in das Kampfgebiet... Gehe ich mal von aus. Hopp, hoch mit dir. Na gut. Schneller geht, glaube ich, nicht. Oder hat er hier noch irgendwelche anderen Sachen? Ne, wir müssen da oben in das Kampfgebiet rein. Ach, die Basis habe ich doch schon mal platt gemacht. Naja, gut. Aua. Schnauze. Nicht auf mich schießen. Ich bin ganz lieb. Jetzt haben wir doch schon alles befreit hier eigentlich. Ist doch alles schon unser. Oh, das hört sich nach Kampfjets an. Okay. Boah, ist alles schon unser. Das haben wir doch schon alles platt gemacht. Von daher ist das relativ locker, glaube ich. Wir fliegen unsere Verwundeten aus Porto Cavo aus. Aber die Gegend ist heiß. Beschütze das Flugzeug, bis es in der Luft ist. Ja. Erstmal runter. Oh, falsche Taste. Nein, Entschuldigung.
Da sind schon alle platt. Oh, das war einer von uns. Hoppla. Ich schwäche meine eigene Mannschaft. Aua. Einige Versorgungsschiffe der Rebellen brauchen Geleitschutz. Kannst du das übernehmen? Auch noch. Was soll ich denn sonst noch machen hier? Ist denn außer mir keiner hier oder was? So, dahin. Ne, so weit wollte ich gar nicht. Ja, nehmen wir doch wieder den Hubschrauber. Vorsicht, Kopf einziehen, sonst ist der nämlich ab. Ihr macht das schon. Ich habe da vollstes Vertrauen in euch. Hier wird mein Hin und Her gehetzt. Rebellenboot, ja, ja. Alles unsere Punkte. Sehr nett. Wo denn? Da hinten wahrscheinlich, ne? Na komm schon. Ja. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wobei das... Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, das hier zu machen. Weil, ja, wie sollen die das erreichen? Soll ich da selber jetzt mitfahren oder was? Hä? Was? Wir treten? Ja, wie denn? Okay. Ich soll das Ding jetzt selbst fahren. Wo muss das denn hin? Ah, da. Dahin. Ah, doch, das Ding hat sogar was zum Schießen. Das ist gut. Das ist sehr schön. Da lang. Schade. Kann das Ding denn hier noch irgendwie... Boah, ist das ätzend zum Zielen. Vielleicht soll ich hier nicht so lange rumhampeln. Und einfach durchdüsen, ja? Ja, fahr mal. Und nicht da mit dem zusammencrashen. Dankeschön. Alles ziemlich gut unser Gebiet, deswegen... Relativ wenig Sorge. Alles keine Feindesleute. Ein Militärkonvoi ist unterwegs nach Chita. Aua. Wenn wir ihn nicht stoppen, werden hunderte Menschen sterben. Oh, drehen, 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 drehen. Ich glaube, ich muss besser mal aussteigen. Aua. Der gehört uns. Warum wird das nicht als
Feindeselement angezeigt. Scheibenkleister. Mit so einer Schrottkarre hier rumnölen. Die nicht vorwärts kommt oder was. Super. Naja gut, besser als zu Fuß. Ah, fuck. Naja, mal gucken. Ich meine... Reichweite des Konvois, Rico. Schalt ihn aus. Mist. Und rein mit mir. Ja, schießt du mal. Das sollte gereicht haben. Ist doch gut jetzt alles, oder? Den muss ich auch noch vernichten. Ach, schade. Den hätte ich doch gern behalten. Aua! Wir haben die Schilde um Corda Dracon deaktiviert. Es gibt dort drei Generatoren. Zerstöre sie. Okay, Generatoren zerstören. Wo? Da. Ach, ja, ja. Immer die guten Sachen liegen lassen hier. Muni aufsammeln. Ja, muss sein. So viel Zeit muss sein. Natürlich auf der anderen Seite, wo ich mal so eben nicht hinkomme. Keine Boote, ey. Wenn ich Pech habe, muss ich da gleich schwimmen, ne? Na gut, hier ist zumindest ganz guter Aufwind. Vielleicht muss ich nur die Hälfte schwimmen. Aber da bin ich ja gleich schon im Wasser. Yay, yeah, heldenhaft schwimmen. Naja. Oh, das ist spannend. Eine Runde schwimmen. Ich hoffe, ich kann gleich den Haken benutzen. Ja, Kampfschwimmer, Rico. Danke, meiner. Erstmal nach oben. Wo war das Schiffchen? Das würde ich noch mal ganz gerne im Vorfeld... Oh. Versunken. Alles klar. Dann mal Flotti Klamotti hier hin. Thank you.
Waren das unsere Leute? Entschuldigung. Au. Arschlöcher. Ich bin drin, Dima. Was jetzt? Deaktiviere die Kühlturbine, um die Schilde abzuschalten. Kühlturbine deaktivieren. Ja, kann ich machen. Lass die Hubschrauber da mal hubschraubern. Jo, das war wieder elegant. Da ist auch gar keiner mehr. Sehr schön. Ziehen wir mal trotzdem unsere Waffe. Durch die Zerstörung von der Turbine wurde der Kühltunnel geöffnet. Durch ihn kommst du in den Generatorraum. Mach ich. Ich muss mal wieder schwimmen. Hoffen wir mal, dass die Luft reicht. Rico, Stahllunge. Nicht so viel Zigarillos rauchen. Ah, es ist echt. Ja. Reicht aber. Wo lang? Ah, da wird Wasser abgelassen, glaube ich. Nein, wird nicht. Muss ich da runter? Ah, da geht's weiter. Aber da hole ich vorher nochmal Luft. Das ist mir gerade vielleicht ein bisschen zu spät. Und runter. Ganz schön lange Wege hier tauchen muss, der gute Rico. Okay. Da habe ich doch was gehört. Ach, da lang wahrscheinlich. Oder auch nicht. Irgendwas klappert da. Wie komme ich denn da rein? Hallo? Okay. Irgendeine Konsole finden die da? Vielleicht hier? Muss ich das Zeug wegschieben hier, wegziehen? So, ab ins Wasser damit. Das bleibt natürlich genau an der Ecke hängen. Ah, geht aber. Auch das Ding mal weg. Ja. Wäre mal eine nette Idee gewesen. Hat jetzt leider so gar nicht geholfen, ne?
Muss ich denn da lang? Muss ich nochmal ins Wasser? Muss ich da weiter tauchen hier an der Stelle? Habe ich mir da jetzt den Weg verbaut? Nö. Ich sehe aber... Was? Nee, nix hier. Waffe wechseln. Ich kann hier nirgendwo anders rumtauchen. Gut, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht ist da wirklich irgendwas... zum Öffnen. Wer hat da auf mich geballert? Ah. Muss ich die vielleicht platt machen? Au. Na? Tja, das hat jetzt relativ wenig genutzt. Kommen da irgendwie nicht weiter. Soll ich denn bitte da hinten hinkommen? Kommandobrücke, da komme ich auch nicht lang. Hä? Ich verstehe das nicht. Dankeschön. Ja. Ach schön. Geil, Effekt. Na komm, mach bumm. Ja, das nützt aber alles überhaupt nichts hier. Kann ich, glaube ich, so viel ballern, wie ich will. Ich komme hier nicht weiter und ich weiß nicht, wieso. Irgendwo abbiegen müssen, geht es da oben irgendwo lang? Ja, schade. Da rennt noch irgend so ein verfickter Scharfschütze rum. So. Hätte ich da irgendwo anders abbiegen müssen im Wasser? Ich gehe noch mal da eine Runde schwimmen, weil irgendwie kann das nicht sein, dass...
Sollte er dich nirgendwo anders langschwimmen können. Wie bescheuert ist das denn? Warum geht denn das Tor nicht auf oder ist da eine verbuggte Quest? Ja, ja. Nee, da hätte ich auch nirgendwo anders lang gekonnt. Der Weg scheint schon richtig zu sein. Da geht's auch nicht weiter lang. Das Ding kann man nicht kaputt machen. Hallo? Den Generator erreichen. Ja, den würde ich ja ganz gerne erreichen, aber dieses verpisste Tor geht nicht auf. Ich gehe mal davon aus, dass man hier auch nicht einfach mal aufziehen kann. Dahinter kann ich auch nicht lang. Tja. Ich habe keine Ahnung, Leute, wo das hier weitergeht. Null. Durch die Tür werde ich wahrscheinlich auch nicht gehen können. Ist nämlich abgeschlossen. Der Rico lässt sich von so einem kleinen Schloss nämlich aufhalten. Da kommt der nicht durch. Einfach hochziehen werde ich es auch nicht können. Nö. Tja. Ich stecke hier gerade ein bisschen fest. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen sollen. Hier war ich auch schon mal. Da gab es auch nichts mehr zu entdecken. Gucken wir mal, ob wir hier was reißen können. Ich habe immer noch das... Aber dann wird das ja angezeigt normalerweise, wenn irgendwo ein Schalter wäre, den man aktivieren muss, damit das Tor da aufgeht, ne? Aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Noch irgendwas Spannendes. Huch, wer hat denn da was kaputt gemacht und warum? Ja. Wir können natürlich schauen. Ob ich einfach mal mit dem Boot da noch reinfahre. Aber da mit dem Boot kann ich auch nichts reißen. Ja, also ich weiß nicht, Generator erreichen, ich komme da aber keinen Schritt weiter. Die Taucherei bringt auch nicht. Außer, dass ich hier meine ganze Muni verbrauche.
Aber gut, ich finde halt immer wieder neue. Okay, aber... denke mal, eigentlich müsste das Tor hier aufgehen, wenn ich hier so rankomme. Aber... habe ich, glaube ich, gerade schon mal probiert. Sagt auch nichts dazu. Und die Tür hat keine Kratzer. War ja klar. Ich würde euch ein bisschen mehr Spaß gönnen. Hier oben wird es auch nirgendwo lang gehen. Boah. Kaputte Quest. Sollte ich die nochmal von neuem anfangen? Ich werde mal schauen, ob ich das irgendwie googeln kann. Ich werde jetzt erstmal diesen Stream hier unterbrechen. Das Video hier unterbrechen. Weil so komme ich nicht weiter. Ich probiere ein bisschen offline rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Action für den Frieden.